Guten Morgen, liebe Sorgen. Lass es geschehen, YouTube. Herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Ich mache immer F5 auf meinem Desktop, damit die Seite hier nicht neu lädt, weil ich muss immer F5 drücken, damit die Fraps aufnimmt. Ganz wichtige Info zu Random LOL Moments. Schickt mir bitte eure Replays. Bitte. Also, wo ihr der Meinung seid, ihr habt einen Random LOL Moment, schickt mir doch einfach mal euer Replay. Also, euer LOL Replay müsste eigentlich immer, wenn ihr auf Start geht, auf Computer, ihr habt Windows 7, dann auf Dokumente geht, dann muss hier in der Spalte irgendwo LOL Replay stehen. So, und dann geht man auf Replays. So, dieses Replay ist immer so um die 5 bis 10 MB groß. Das kann man locker mit einer E-Mail versenden. Das heißt, ihr würdet mir eure Sachen an diese E-Mail hier schicken. An intelinelps@gmx.de. Das wäre halt ganz nice, wenn ihr das immer an die schicken würdet. Dann einfach da so ein Kürzel rein, wo drin steht Random LOL Moments. Dann schickt ihr einfach als Anhang also den Replay. Und dann welche Minute, also weil ich habe jetzt keine Lust, das ganze Replay anzugucken, um dann das Replay zu finden. Damit ihr auch mal in meinem Random LOL Moments verewigt werdet, weil sonst gibt es gerade nicht mehr so viele Random LOL Moments. Ich spiele zwar viel LOL, aber es passiert in der letzten Zeit natürlich nicht so viel, dass man sagen kann, okay, daraus kann man Random LOL Moments machen und ihr wisst ja Bescheid, so ein Random LOL Moments ist ja nicht gerade, ist ja nicht immer lang, das ist ja auch immer nur ein paar Minuten, also 1 Minute, 2 Minuten so. So verhält sich das halt. Wäre halt ganz cool, wenn ihr mich da nochmal unterstützen könntet. Alle, die wirklich LOL spielen, ihr habt bestimmt 100 pro mal einen Moment, oder? Ein Pentakill geht auch, kommt auch bei Random LOL Moments rein. Also ein geiler Penta ist immer willkommen. Also ein cooler Penta in einem Normal Ranked ist mir eigentlich scheißegal, wo das ist. Hauptsache, ihr schickt mir mal eure LOL Replays, damit das mal ein paar mehr Episoden gibt. Weil ich habe da mal so ein paar andere gesehen. Ich glaube, Machinima macht das auch. Deswegen habe ich die auch abonniert, weil ich gucke mir von denen die Random LOL Moments echt gerne an. Hab mir auch die Idee von denen abgeguckt. Und macht das dementsprechend auch. Die Random LOL Moments werden von euch auch gerne geguckt. Und wenn ihr davon ein Teil sein möchtet, dann sagt es nicht immer nur, sondern schickt mir doch einfach mal wirklich an eine E-Mail an die Adresse, die euch gezeigt habe. Die steht auch nochmal unten in der Beschreibung zu dem Video hier. Und das wäre halt ganz nice. Jetzt nochmal eins vorweg. Ich habe jetzt meinen Kanal nochmal ein bisschen bearbeitet. Hier sind die Abo-Battles drinne. Tipps und Tricks zu League of Legends, wenn ich mal wieder was Neues finde, kommt immer hier unten rein. Und League of Legends Bug-Videos sind hier unten. Also da gibt es immer mal ein ich habe ab und zu echt witzige Sachen, das habt ihr noch nie gesehen, ey. Pre-Release-Teaser sind hier immer drinne. Also so die neuesten Champions-Skins, die visuellen Updates, die kommen, ist alles hier. Hier ist League of Legends Let's Play drinne. Das sind Normal Games. Und jetzt werde ich bald nochmal eine neue Spalte machen, wo League of Legends Ranked Games reinkommt. Das heißt, alle Ranked Games, die ich mache und aufzeichne, kommen dann in die Spalte. Und ich werde das auch mal so machen, dass Loses und Wins drinne sind, weil, damit ihr das mal seht, weil teilweise ist es immer so, dass man ein Team hat, das einfach gar nichts kann und dann einfach mal verliert. Und deswegen machen wir das so. Sendet mir eure Replays an die eingeblendete Adresse hier in der Line lps@gmx.de. Ich nehme das alles dankend an. Ihr werdet da drinnen verewigt. Ihr wird auch mit so einem kleinen Namen vielleicht oder so eingeblendet mal gucken oder wenigstens dann den Kanal von euch so verlinkt unten in der Beschreibung, so von wem das dann halt kommt oder den Namen halt eben rein von dem Replay. Da lasse ich mir was, da überlege ich mir was. Ihr werdet auf jeden Fall denn da durch die Unterstützung mit erwähnt. Wäre halt ganz nice, wenn ihr das macht. Mein Gott, das LOL nervt. Aber ist egal. Danke fürs Zuschauen. Random LOL Moments, helft mir bitte dabei. Rankeds und normal Normal Let's Plays werden gespalten. Das war's von mir. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.